und daher sind alle aufgerufen, mitzuhelfen. Bei der Frühjahrsreinigung geht es traditionell darum, nach dem Winter, der ja dieses Jahr besonders hart und intensiv war, die Reste von Streumaterial und die Verunreinigung des letzten Winters zu beseitigen. Wir nutzen über die nächsten Woche natürlich diesen Anlass, um auch so ein bisschen Gruppendynamik zu schaffen für alle, die sich dort beteiligen möchten, um insgesamt das Stadtbild jetzt im Frühjahr wieder in einen ordentlichen, schönen, sauberen Zustand zu bringen, und verbinden das mit einer Kampagne in diesem Jahr wieder gegen die Hinterlassenschaften unserer vierbeinigen Freunde, die gerade jetzt im Frühjahr, wenn der Schnee weg ist, gerade bei vielen Bürgern wieder für Unmut und für Kritik sorgen. Und deswegen heißt, ich sag mal, die Überschrift auch erneut: Mach's mit Tüte, ja, in Anspielung auf den Hundehalter, der diese immer dabei haben sollte. Und wir wünschen uns, dass jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sich so viele Bürger wie möglich mit einbringen.